Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen zu DD Isle of Man, liebe Freunde. Es ist wieder soweit und ich nehme gerade eine neue Aufnahme wieder auf, weil ich schon, ich glaube, fünfmal gestürzt bin. Jetzt kann ich mich wieder erinnern an das Spiel. Bei den Massenstarts und so. Ah, ja, jetzt kann ich mich wieder erinnern, schon langsam. Das ist immer Problematik. Leider. Probieren wir es nochmal. Probieren wir es mal. Über 8 Kilometer pro Runde, glaube ich. Ja, das brauchst du gar nicht probieren. Dass wir die hinter uns halten, die fahren sowieso vorbei. Sorry. Das Ding ist halt, ich bin froh, wenn ich hier alleine, wenn ich fahre, einigermaßen die Linie und alles fahren kann und halten kann. Und dann musst du hier noch mehr mit den Gegnern agieren. Das ist halt nicht so einfach, finde ich, bei dem Game jetzt hier. Das hat man im MotoGP noch einmal ein bisschen leichter. Auch in der Anfangsphase wie beim MotoGP. Wenn sich dann das Feld ein bisschen auftut, ein bisschen auseinanderzieht, dann vielleicht nur ein bis maximal zwei Gegner sind, muss er ja auch ein bisschen leichter . Vielleicht gelingt es uns ja jetzt. Ich glaube, ich kann mich auf die Strecke auch schon wieder erinnern, so grob. So lange Zeit ist es für die ersten zwei. Die können wir uns eh entspannt Zeit lassen hier. Ich wundere mich, dass unsere Yamaha hier so schnell ist. Okay, hier kann man eindeutig später bremsen. Das habe ich jetzt nur ein bisschen irritiert gerade. Es ist nicht einfach, es ist wirklich nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach. Aber nach der langen Geraden wissen wir jetzt, können wir wirklich später bremsen. Boah, diese schnellen Kurven, das ist immer so brutal. Dass man das erwischt. Da ist noch ein Hügel drin oder irgendwas. Muss ich einfach komplett konzentrieren und fokussieren. Ich weiß auch nicht, ob es überhaupt Sinn macht, hier einmal mit der Yamaha zu fahren und einmal mit der Honda. Aber warum haben wir dann zwei Motorräder bekommen? Boah, Alter Schwede, was wir komplett falsch eingeschätzt gerade.
Eine Runde noch. Jetzt soll nicht übermütig werden. Das ist immer die Gefahr dann, dass man mit jeder Runde ein bisschen mutiger wird. Und dann eben bei diesen speziellen schnellen Kurven dann irgendwo mal die Kurve nicht mehr kriegt. Man muss wie so ein bisschen mit der WRC so ein bisschen mit 80% fahren, dass man immer ein bisschen Space noch hat, wenn man so sagen will. Ja, ich muss versuchen, diese Massenstartrennen auch ein bisschen zu meiden. Egal an welcher Schwierigkeitsgrad. Ich brauche hier die ganze Strecke einfach, es hilft nichts. Ja, geil! Und dann stürzt mich auf der Wiese. Ja, ich liebe es. Jetzt kommen wir nicht von hinten. Wenn wir Glück haben, können wir noch vorne bleiben. Ja, es war wieder geredet. Ich muss in Zukunft einfach komplett nichts mehr reden. Es hilft nichts. Dann können wir zumindest die Fehler ein bisschen minimieren. Auf das müsst ihr euch in Zukunft, glaube ich, ein bisschen einstellen. Dass ich wirklich gar nichts rede. Ich weiß, es wird schwierig. Für mich. Aber es hilft nichts. Du musst dich hier komplett konzentrieren. Ja, einmal hier falsch die Ecke, schon wieder wär's fast auf der Wiese passiert. Ich höre sie schon. Alter, ernsthaft, was war das jetzt bitte? Geil! Ja, genau vor der Ziellinie! Ich liebe es, Freunde, ich liebe es! Beim Umlegen jetzt einfach mal das Motorrad gestürzt! Ja, geil! Naja, wenigstens haben wir das Podium erreicht. Ah. Ja, was, ihr könnt euch vorstellen, wie ich mich gerade fühle. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, sowas nervt ja extrem. Drücken Sie die Hilfetaste, um eine Erläuterung. Ja. Was die irische Regierung hat kürzlich das Tempolimit für einen Teil des Straßennetzes aufgehoben, um Touristen und Fans zum Straßenrennen anzulocken. Mehrere Teams haben sich bereits daran gemacht, Herausforderungen zu organisieren. Sie sollten mal eine Runde drehen. What? Ihnen steht nun unser Shop offen und beim Preisen. Okay. Besuchen Sie den Shop. Ja, was können wir da kaufen? Also Motorräder oder was? Ah, Farbschema oder wie? Moment. Komme ich da rein? Nice. Eigenes Farbschema. Wo kann ich eigentlich selber das anmalen? Na, gar nicht, oder? Das sind eben nur diese Farbschema, die es da gibt. Ja, okay, das ist dann das normale Motorrad. Ich glaube, das ist nicht ganz so aufregend. Muss ich mir noch genauer anschauen, aber ich glaube, das ist nicht der Oberhammer. Vorteile. In diesem Menü. Ja, willkommen. Gut, Freunde.
Da haben wir die irische Meisterschaft wieder. Gut, da müssen wir Massenstart. Ja, das wäre ein Zeitrennen oben, aber wir wollen ja diese Schriftzüge bekommen. Da müssen wir jetzt ein Massenstartrennen wieder machen hier. 5 Runden. 16,5 Kilometer werden wir hinkriegen. Ist das jetzt insgesamt gerechnet oder... Ja, ich schätze mal Airfield, ja, das wird eine kleine Runde sein, 60,15 Kilometer, 10 Konkurrenten, hier sind wir 4 Runden, 39 zum Beispiel, 5 Runden, ich glaube das sind immer die gesamten Kilometer, genau, 28, 2 Runden, 28 Kilometer, ich glaube insgesamt nicht pro Runde. Ja gut, Freunde, das soll ich danke fürs Zuschauen, das soll es gewesen sein schon wieder. In der Garage können Sie sich... Ja, ja, können wir uns. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und ja, dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal. Es ist nicht einfach zum Fahren. Das, ich habe es wieder bemerkt jetzt. Mit der Zeit, man merkt es wieder. Aber es macht trotzdem Spaß. Ich hoffe, auch jetzt auch noch Spaß gemacht. Dann gerne ein Like oder ein Kommentar, wenn ihr irgendwas zum Sagen habt, könnt ihr gerne da lassen. Like natürlich gerne am schnellsten, tut nicht weh. Support ist kein Mord, sagt man immer. Würde mich über jedes einzelne Däumchen nach oben freuen, wenn es euch gefallen hat. Und ja, je mehr sich da natürlich tut in die Richtung, desto motivierter bin ich auch, Parts aufzunehmen und rauszuhauen, wenn hier die Begeisterung hoch ist, natürlich, keine Frage. Also, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao, ciao.